Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu IPsec. Heute gucken wir uns den ESP, den sogenannten Encapsulation Security Payload an. So, wir haben uns das letzte Mal schon den AH angeguckt. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, von was ich überhaupt rede, dann solltet ihr euch die Videos zu IPsec davor angucken. Heute wollen wir nämlich uns mit dem sicheren, sozusagen sicheren zumindest, ESP-Paket angucken. Das ist auch wieder ein Kopf für IPsec, das heißt, der wird dann am Ende dort eingefügt, wo wir es uns schon angeguckt haben. Und ja, sieht folgendermaßen aus. Zunächst einmal haben wir natürlich wieder die Security oder den Security Parameter Index, SPI kurz genannt. Das ist der, der bei euch in der SAD drin steht. Hatten wir letztes Mal auch schon geklärt. Das heißt, damit könnt ihr referenzieren, welchen SAD-Eintrag ihr im Endeffekt dann für eure Verbindung hier verwenden müsst. Das heißt, welche Verschlüsselungsoptionen und so weiter und so fort. Haben wir ja alles schon geklärt. Sequenznummer dürfte auch mittlerweile klar sein gegen Replay-Angriffe. Dann der Initialization-Vektor oder Initialisierungsvektor, den man für kryptografische Dinge manchmal braucht. Falls ihr meine Kryptografie-Playlist mal angeguckt habt, dort gibt es auch immer einen Initialisierungsvektor für symmetrische Verschlüsselung, also irgendwie sowas wie der IV für AES im was auch immer Modus, da braucht man meistens einen Initialisierungsvektor. Der ist genau das hier. Dann kommen eure Daten. Das heißt, hier sehen wir, es geht hinter den Daten nochmal weiter. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, dass hinter den Daten eigentlich nochmal was kommt. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Und dann sehen wir hier ein Padding, beziehungsweise sogar zwei Paddings. Und warum diese Paddings jetzt hier? Naja, die sind dazu da, damit wir, also wir wissen ja nicht, wie lange diese Daten sind, oder wir wissen schon, aber die Daten müssen für eine Blockchiffre immer eine ganz genaue Länge haben. Und wir hängen jetzt hinten dran den Next-Header und eine feste Länge an, das Ding hier, also das Padding kann insgesamt 0 bis 255 Byte lang sein. Deswegen sagen wir hier, okay, ich habe hier eine ganz feste Padlänge. Und die trage ich hier ein, also nur bis 255 kann ich hier eintragen, das heißt, ich habe hier nur eine gewisse Anzahl. Das Ding hier muss immer genau gleich lang sein, und zwar exakt 8 Bit. Also, ich meine, ich weiß ja, dass das Ding hier, dieses Padding, 0 bis 255 Byte lang ist, das heißt, ich kann die Byte-Länge hier eintragen an meinem Pad, in meiner Padlänge, das heißt, ich weiß, das hier muss genau 8 Bit lang sein. Der Next Header ist einfach wieder übernommen aus dem echten IP-Paket, wie letztes Mal auch. Ist auch genau 8 Bit lang. Und dann habe ich hier irgendwelche Daten. Und wenn die eben nicht genau so aufhören mit Padlänge und Next Header, dass wir am Ende sind, das heißt, dass wir genau diese 32 Bit, die wir hier in der Breite haben, jeweils genau voll haben, dann packe ich eben hier noch ein Pad dran. Das heißt, am Ende möchte ich nach meinem Next-Header, egal wie lang auch meine Daten sind, das fülle ich einfach auf, sodass ich mit meinem Padding genau an den 32 Daten am Ende bin, damit das Ganze eben für meine Chiffre hier auch vernünftig aussieht und ja, benutzt werden kann sozusagen. Das heißt, das Padding ist einfach zum Auffüllen da, damit wir eben hier die volle Länge bekommen. So. Und jetzt kann ich natürlich hier Verschlüsselung und Authentifizierung machen. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie verschlüssel ich, was genau wird verschlüsselt und was wird authentifiziert? Authentifizieren heißt, es darf oder es kann danach nicht mehr verändert werden und der Empfänger ist sich sicher, dass wir das auch geschrieben haben. Während verschlüsseln bedeutet, das kann niemand außer dem Empfänger und uns lesen. Verschlüsselt wird jetzt also hier nur die Daten, aber die dafür komplett. Dann das Padding hier, also klar, das kommt da auch mit rein. Und die Padlänge und der Next Header, das wird alles verschlüsselt. Und anschließend wird authentifiziert, und zwar von oben dem Security Parameter Index bis runter bis zum Next Header. Das wird alles authentifiziert. Und natürlich das, was auch davor noch drin war, also was sonst so kommt, schauen wir uns gleich aber nochmal an. Und schauen wir uns das Ganze tatsächlich nochmal an.
So, hier sind wir wieder in den verschiedenen Modi. Wir haben jetzt hier gesehen, der IPsec-Kopf, der benutzt das Ganze. So, oder der ist sozusagen das, was wir uns gerade angeguckt haben. Der IPsec-Kopf, der macht jetzt Folgendes. Der verschlüsselt also erstmal hier unsere Daten. Wobei, Achtung, Daten meint jetzt hier nicht nur die IP-Daten, sondern meint alles, was hinter dem IP-Kopf kommt. Das heißt, er verschlüsselt hier den IP-Kopf und die IP-Daten bei ESP und das andere, was wir uns angeguckt haben. Das heißt, es sind nicht nur die IP-Daten hier gemeint, sondern alles danach ist gemeint. Und danach kommen nochmal die Authentifizierungsdaten. Das heißt, hier könnt ihr euch beim ESP tatsächlich nochmal ein bisschen was hinten dran denken. So. Das heißt, ich mache das jetzt mal ganz kurz für euch, oder ich zeige euch das Ganze, wie es fertig aussieht, nur dass ihr hier nochmal den Unterschied habt. Wir wollen jetzt hier allerdings mit dem Tunnelmodus arbeiten. So, und so sieht es dann in etwa aus. Wir haben hier also den ESP-Kopf, das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Der ESP-Kopf besteht eigentlich nur aus dem SPI, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, besteht eigentlich nur aus der SPI und der Sequenznummer. Das ist es eigentlich auch tatsächlich schon. Mehr hat der ESP-Kopf nicht. Und gut, okay, der Initialisierungsvektor gehört eigentlich schon zu den Daten mehr oder weniger dazu. Und ab dort wird dann auch wirklich... der Initialisierungsvektor gehört auch noch zum ESP-Kopf dazu, sorry. Genau, und ab da wird dann eigentlich auch wirklich verschlüsselt. Das heißt, die kompletten Daten, wobei wir hier natürlich auch den IP-Kopf, den ehemaligen IP-Kopf, zu den Daten dazu zählen, der wird komplett verschlüsselt. Das heißt, niemand kann es mehr lesen, außer eurem Empfänger. Und alles drei wird auch authentifiziert. Das kommt dann nachher in die ESP-Out mit rein. Das heißt, niemand kann es mehr ändern. Und es ist klar, dass es auch wirklich von dieser Verbindung stammt. Das heißt, auch wirklich von euch stammt. Ja, und dadurch haben wir jetzt natürlich eine gewisse Sicherheit erreicht. Vor allem im Tunnelmodus mit ESP zusammen kann jetzt niemand mehr eure Daten lesen. Niemand kann sie verändern. Nur der Empfänger, sprich wahrscheinlich euer VPN-Provider, kann diese Daten wieder auspacken und schickt dann das normale IP-Paket weiter mit sich aber als Empfänger. Und das ist dann wirklich die richtig sichere Variante, ESP und Tunnelmodus, würde ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwann mal IPsec machen müsst. Nächstes Mal schauen wir uns dann noch an, wie der Internet Key Exchange, also IKE, zustande kommt, denn wir haben ja gesehen, alles ist symmetrisch, wir verschlüsseln symmetrisch, also nichts mit asymmetrischer Kryptographie hier gerade. Und der HMAC ist auch was Symmetrisches, was man natürlich auch irgendwie... was man irgendwie auch machen muss, da symmetrische Schlüssel hinzukriegen. Denn ich werde ja nicht zu meinem VPN-Provider persönlich hinrennen und dann mir einen Schlüssel ziehen, sondern das Ganze muss irgendwie verteilt werden. Und das wollen wir uns dann nächstes Mal angucken. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.